Und so viel Beifall vor einer so großen Kulisse, das hat sie bestimmt noch nicht bekommen. Und 4:2 ihre Führung hier. Toppt sie tatsächlich die 8 Punkte aus dem letzten Durchgang. Zweimal knapp verzogen, da ärgert sie sich. Alina Sandul. Aber sie hat ihre Fans gewonnen. Zweifellos. Und Timeout von ihrem Trainer Valerio Grosul. Jiaduo agiert relativ zurückhaltend hier. Ich meine, sie könnte die Aufschläge schon deutend aggressiver annehmen. Aber es reicht ja bisher. Wenn Sie nur der relativ passive Schub von ihr, auch nicht besonders gut gesetzt. Aber es kann natürlich der Situation geschuldet sein, dass die Überlegenheit von ihr doch letztlich so groß ist. Sie jederzeit das Tempo forcieren kann. Etwas Glück mit diesem Netzroller. Neun zu sieben. Und jetzt hat Alina Sandul immerhin schon mal ihre Bestmarke erreicht aus dem vergangenen Satz mit 8 Punkten. Aber zwei Matchbälle für Wu Jiaduo. Und der 9. Punkt für Alina Sandul. Also eine kontinuierliche Steigerung. 3, 6, 8, 9. Und gibt es noch mehr? Ja. Sie erzwingt die Verlängerung in diesem Satz. Und holt sich sogar den Satzball mit einem spektakulären Punktgewinn. Und volles Risiko, nur knapp an der Netzkante gescheitert. Jetzt wieder Matchball für Wu Jiaduo. Ja.
Und sie attackiert und holt sich den Sieg hier. 4:0. Ich denke, sie hätte auch noch etwas höher gewinnen können. Aber eine respektable Leistung. Auch die Anerkennung von Jörg Bitzigeier, dem Bundestrainer. Und die Herzen des Publikums hat sich auf jeden Fall erobert hier. Alina Sandul, die jüngste Teilnehmerin bei den Damen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt Autogrammwünsche erfüllen muss.